Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ein ganz großes Herz für euch alle, die ihr immer wieder hier reinschaut bei mir. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Dies ist das Kurzreading für euch, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Fische geborenen. Ihr seid die Königinnen und Könige der Kelche im Tarot. Und zwar im Bereich des Wissens. Das ist der achte Bagua-Bereich, der dem Element Erde angehörig ist. Und für euer Wasserelement habe ich diesen wunderschönen blauen Kristallstein dabei. Und wer korrespondiert mit euch in der chinesischen Astrologie? Das ist dieser wunderhübsche kleine Hase geborene. Ich bin zum Beispiel ein Hase laut der chinesischen Astrologie. Also deswegen ist dieses Reading jetzt auch für mich irgendwie wichtig, denn ich bin in der Sonne Krebs, im Aszendenten Waage und im chinesischen Hase. Also könnte ich mir schon drei verschiedene Videos anschauen, die auch, wo auch Informationen für mich enthalten sind. Jetzt schaue ich mal mit den Botticelli-Tarotkarten. Was ist wichtig für euch, meine lieben Fische und Hasegeborenen? Was ist wichtig zu wissen für euch? Ja? Denn ihr wisst ja, Wissen ist Macht und wer etwas weiß, ist einfach schon mal einen Schritt voraus. Okay, naja, es sind einige, aber jetzt nehme ich sie halt. Uiuiui. Oh, das sind aber viele. Hohohoho. Okay. Also ich versuch's. Ich versuch's zu deuten. Also, das korrespondiert etwas mit dem vorigen Video. Naja, ein wenig. Ja, durchaus mit Wassermann. Das korrespondiert etwas mit Wassermann-Themen. Und zwar geht es hier, also ich habe hier zwei hohe Arkana, und zwar die Welt und die Stärke. Die Welt und die Stärke. Ich lege es aber nochmal hierher. So. Also es geht hier um einen König der Kelche. Entweder ist es eure Energie, meine lieben Krebsgeborenen. Ihr seid ja die Königinnen und Könige der Kelche. Krebs, Fisch, Skorpion. Und es geht darum, um hier eine gewisse feurige Energie mit dem Ritter der Stäbe. Ja? Vielleicht ist dieser Mensch gerne mal in so einer Energie. Ja? Und die hohe Arkana, die Stärke. Ja? Das heißt für mich, also das alles könnte euch etwas Kraft kosten hier. Ja? Ja? Also das Verhalten dieses Gegenübers, Herzensmenschen oder wie auch immer, könnte euch Kraft kosten, ja. Und es geht hier auch um ein Stück weit bisschen Bedauern, zu schauen, was bekommt ihr hier und was nicht. Und ihr könntet euch sagen, dass ihr etwas abschließt, denn hier kommt die Welt, ja. Ihr schließt einen Zyklus ab. Ja, und geht weiter voran. Ja, hier mit drei der Stäbe. Das ist diese Karte, wo ich einfach meine Projekte verfolge. Jetzt schaue ich mal, ich habe euch hier ein wenig Glück mitgebracht mit getrockneten Rosenblütenblättern. Da habe ich meine hohe Arcana-Kärtchen drin. Und ich schaue jetzt mal, was sich da vielleicht noch für eine Arkana, für eine hohe Arkana zeigen mag, die vielleicht mit der Welt und der Stärke entweder korrespondiert oder noch einen Hinweis gibt. Das sind zwei. Jetzt nehme ich mal die zwei, meine Lieben. Das ist der Magier und der Hierophant. Also, genau. Der Magier, das ist die Nummer 1. Also ihr seid der Magier, meine Lieben, denn ihr geht hier euren Weg. Der Magier steht immer für aktives Gestalten und das ist ja, dafür sprechen die drei der Stäbe. Geschicklichkeit, Meisterschaft,
Hier geht es einfach um den positiven Ausgang. Ja? Das ist hier nochmal eine Bestätigung eines positiven Ausgangs, auch mit der Welt. Ja? Ein positiver Ausgang, etwas wird rund. Ja? So. Und dann haben wir noch den Hierophanten, die Nummer 5. Ja? Der Hierophant, da geht es um die Suche nach dem tieferen Sinn im Leben. Ja? Vielleicht seid ihr auf der Suche gerade. Auch um gesundes Gottvertrauen, ja. Und auch, es geht auch um etwas zu lernen, weiter zu lernen. Und es gibt mehr Dinge am Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Dies hat Shakespeare gesagt und dieser Spruch soll euch hier begleiten, meine Lieben. Wow. Tolle Aussagen, tolle Energien. Ich schaue jetzt nochmal. Achtsamkeit für dich. Was darf ich euch noch mitgeben, auf den Weg mitgeben, meine lieben Fische und Hasegeborene. Lasst die Idee los, alles kontrollieren zu können. Lasst die Idee los, alles kontrollieren zu können. Und Genuss mit allen Sinnen. Wenn du das nächste Mal etwas isst, dann nimm es einmal bewusst mit all deinen Sinnen wahr. Konzentriere dich einige Bissen lang ganz genau auf den Geschmack des Gerichts. Wunderbar funktioniert diese kleine Übung mit einer Beere. Sieh dir ihre Farbe genau an. Schließe die Augen. Wonach duftet sie? Wie fühlt sie sich zwischen deinen Fingerspitzen an? Berühre die Beere zunächst mit deinen Lippen. Wie fühlt sich die Oberfläche dann auf deiner Zunge an? Kaue ganz langsam und genussvoll und schmecke das volle Aroma. Wow, das klingt doch wunderbar. Das klingt doch wunderbar. Das werden wir alle mal machen, wenn es wieder Himbeeren und Brombeeren und Johannisbeeren und Stachelbeeren und alles Mögliche gibt, ja, dann machen wir das alle mal. Jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Entschuldigung. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über euer Abo und über Kommentare und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und Servus.